Hey! Gute Arbeit! Wie es scheint, könnte es uns dank dir gelingen, das Shogunat wiederzubeleben. Von den Männern, die ihr rekrutiert habt, habe ich die Besten zur Militärakademie geschickt. Seht euch das am besten selbst an. Es ist eine neue Art von Dojo, wo nicht ausschließlich die Schwertkunst gelehrt wird, sondern außerdem Schieß- und Reitkunst auf westlichem Niveau. Ah, das klingt ja großartig. Ich denke, das sehe ich mir sofort an. Treffen wir uns dort? Ein Mann der Tat, nicht wahr? Hör zu, ich hätte da noch eine weitere Bitte an dich. Enomoto meint, dass uns die finanziellen Mittel fehlen, um Pistolen und Artillerie zu kaufen. Als ich das gegenüber Monsieur Brunet erwähnte, schlug er vor, japanische Waren auf der Weltausstellung in Paris zu verkaufen. Vizegraf Shibusawa, unser Schatzmeister, wird genauer wissen, was zu tun ist. Bring ihm diesen Brief und greif ihm unter die Arme, ja? Du findest ihn am Südkommissariat. Das wäre erstmal alles. Und verlass dich drauf, dass es mehr Arbeit geben wird, wenn du zurückkommst. Du kannst aber ruhig erst zur Militärakademie gehen. Was dort entsteht, solltest du dir nicht entgehen lassen. Guten Tag. Nun, du stehst gerade vor ihm. Tatsächlich. Lass mich mal sehen. Verstehe. Ich war schon immer der Meinung, dass sich eine Ausstellung bestens eignet, um Unterstützung fürs Militär zu gewinnen und dem Westen japanische Waren zu verkaufen. Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name lautet Eiichi Shibusawa. Ich verwalte die Schatzkammer der Regierung. Mir fallen da einige Waren ein, die in Europa Interesse wecken könnten. Vielleicht kannst du mir helfen. Wir brauchen zum Beispiel Ukiyo-e-Gemälde, Lackwaren und vielleicht sogar Tonwaren aus Satsuma. Wenn wir jetzt noch eine Kontaktperson hätten... Oh, hast du etwa einen Anhaltspunkt? Oh, soll das heißen, dass du sie kennst? Ausgezeichnet! Dann wird der Rest leicht. Darf ich dich dann darum bitten, dich um die Satsuma-Tonwaren zu kümmern? Ich schicke den Satsuma eine Nachricht. Gib mir Bescheid, sobald du irgendwelche Fortschritte gemacht hast. Ich werde mich derweil bemühen, die anderen Waren zu beschaffen. Thank you.
Wer bist du? Also dann darfst du durch. Sprich besser mit Okubo über dein Anliegen. Er ist im Haus, an der No-Bühne. Aber tritt ihm mit entsprechendem Respekt entgegen. Also, bist du bereit? Gut, dann geh rein. Warum muss die Bühne denn überhaupt abgebaut werden? Um den Frieden im Clan zu wahren. Ich befürchte, wir haben keine Wahl. Du, warum bist du hier? Ist gut, aber zuerst einmal musst du wissen, dass ich verpflichtet bin, eine gewisse Person zu informieren, solltest du je hier auftauchen. Ich geh kurz jemanden holen. Gib uns doch in der Zwischenzeit eine Kostprobe deiner Kampfkünste. Wir würden alle gern mehr sehen. Verlangt man so etwas von einem Gast? Gib zu. Du brennst doch genauso darauf wie alle anderen. Jetzt zeig mal, wozu der Satsuma-Clan fähig ist. Also gut. Unglaublich. Ich danke dir für diesen Kampf. Ihr habt mich beide sehr beeindruckt. Für deinen Einsatz im Kampf gegen den blauen Dämon stehe ich tief in deiner Schuld. Ich danke dir. Aber dürfte ich mich erkundigen, wo du herkommst? Verstehe. Also soll das heißen, dass du ein Ronin bist? Ich muss schon sagen, jemand, der stark genug ist, um den blauen Dämon zu besiegen, sollte eigentlich im Dienste der Satsuma stehen. Ist das so? Nun, das ist schade, aber es ist deine Entscheidung. Zumindest könntest du uns mit diesen Tonwaren behilflich sein. Du musst wissen, ich habe einen Brief erhalten, in dem alles erklärt wurde. Ich werde dafür sorgen, dass alles zu diesem Shibusawa oder so gebracht wird. Komm uns doch mal besuchen, wenn du Zeit hast. Dann trinken wir ein. Okubo wäre sicher auch dabei. Ja, sicher.
da bist du ja. Dank deiner Bemühungen habe ich ein herrliches Objekt aus Satsuma erhalten. Das sollte im Ausland einen guten Preis erzielen. Jedenfalls habe ich vor, auf der kommenden Weltausstellung einen Ukiyo-e-Druck mitsamt der Holzdruckplatte auszustellen. Wie es der Zufall so will, habe ich einen Sammler aufgetrieben, der im Besitz eines wahren Meisterwerks ist. Er ist bereit, es mir zu leihen, sofern er einen speziellen Auftrag erfüllt bekommt. Kann ich dabei auf deine Hilfe zählen? Der Sammler ist äußerst wohlhabend, also wirst du bestimmt auch entsprechend dafür entlohnt werden. Das dachte ich mir. Außerdem ist der Sammler zurzeit hier in Edo. Ich bringe dich zu ihm. Wollen wir dann los? Solange man die Holzdruckplatte hat, lassen sich Ukiyo-e-Drucke günstig herstellen. Deshalb sind sie beim Volk auch so beliebt. Das Werk, das wir uns leihen, stammt von Hokusai Katsushika, einem berühmten Künstler. Der Besitzer ist ein großer Bewunderer seiner Werke. Wir sind da. Zwar hatte ich jemanden erwartet, aber du warst es nicht. Wie ich sehe, bist du dem Staat also nicht gänzlich feindlich gesinnt. Frag gar nicht erst. Deinen Samurai-Freund habe ich nicht gesehen. Mehr weiß ich nicht, also vergeuden wir keine Zeit. Du bist doch nicht etwa schon wieder hinter mir her? Das ist wirklich nicht lustig. Oh, ihr kennt euch also. Wunderbar. Dann kommen wir sofort zum Geschäft. Wir nehmen euren Auftrag an, wenn ihr so freundlich wärt, mir den Holzschnitt zu leihen. Ah ja. Ich habe die Hoffnung, dass er bei der internationalen Ausstellung für Aufmerksamkeit sorgt. Bedauerlicherweise geht das Gerücht um, dass jemand ihn stehlen will. Ich werde nicht tatenlos daneben stehen und zusehen, während sich diese skrupellosen Schurken mein Eigentum schnappen. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Um Diebe zu fassen? Ich stimme euch zu, dass man solche Männer nicht frei herumlaufen lassen sollte. Tatsächlich würde ich euch dabei nur zu gern helfen. Aber sicher doch. Ich arbeite nicht umsonst und erwarte das auch nicht von anderen. Jedenfalls müssen wir die Ratten zuerst einmal aus ihrem Versteck locken und sie dann ergreifen. Natürlich muss der Generalkonsul dabei unbedingt unversehrt bleiben. Deshalb sollten wir Herrn Harris in Sicherheit bringen, sobald die Diebe auftauchen. Also dann, es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Ein echter Hokusai! Sogar das Holz ist prachtvoll! Ach, ich sehe es schon vor mir, wie die Besucher ihn auf der Ausstellung bewundern werden! Ah! Jetzt erhalte ich noch mehr Zustimmung. Hervorragende Arbeit. Du kannst den Rest mir überlassen. Hier lang. Ah, sie sind hier. Die Diebe. Schnell jetzt! Helft dem Konsul! Verdammt! Es ist eine Falle! Du musst es zu Ende bringen.
als hätten sie Komplizen. Wir müssen sofort zum Konsul. Ich konnte sie nicht aufhalten. Sie haben den Holzschnitt. Ich bleibe beim Konsul. Verfolgt ihr die Diebe? Sturkopf! Das hier gebe ich nicht her! Muss ich mit eigenen Augen sehen. Wirklich gute Arbeit, ihr beiden. Also gut, ich werde dich gleich zum Büro des Gouverneurs bringen. Aber erst einmal habe ich noch eine Frage. Warum wolltest du unbedingt diesen Holzschnitt in die Finger kriegen? Man sagt, Hokusais mutige Kompositionen verkörpern die Essenz des Ukiyo-e-Stils. Sicherlich wird es Sammler geben, die Unsummen dafür bezahlen würden. Wie ich sehe, bist du kein gewöhnlicher Schurke. Sag mir, hast du schon jemals als Händler gearbeitet? Habe ich. Einst war das sogar mein Beruf. Seither mache ich schlechte Zeiten durch, wie du sicher sehen kannst. Jetzt habe ich weder Ehre noch Geld. Deshalb wollte ich den Druck stehlen und mein Leben noch einmal von vorne anfangen. Ich kann das Begehren nach etwas, das die ganze Welt für ein Meisterwerk hält, durchaus nachvollziehen. Doch ich fürchte, dass Diebstahl dich nicht weit bringen wird. Nun, da sich Japan der Welt geöffnet hat, können wir damit rechnen, dass wir Geschäfte in Zukunft ganz anders abwickeln werden. Der internationale Handel wird es uns ermöglichen, unsere Nation zu bereichern. Aber um diese Chance bestmöglich zu nutzen, brauchen wir die Unterstützung von Händlern wie dir. Ich als Anhänger des Shogunats schwöre, den Handel in Japan in eine neue Ära zu führen. Und ich hoffe, dass auch du mich unterstützen wirst. Natürlich auf ehrliche Weise. Ich denk drüber nach. Hoffentlich zahlst du nicht mit Lippenbekenntnissen. Dann sehe ich diese Angelegenheit als erledigt an. Hier, etwas mehr als versprochen. Vielleicht hilft es dir dabei, deinen Samurai-Freund zu finden.